Reul hat sich gemeldet. Herr Reul, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich nutze die Gelegenheit, auch noch eine Frage zu stellen, und zwar aufgrund der Presseberichterstattung, die heute in der Bundespresse ist. Da lesen wir, dass 43% der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge über 18 sind. Sehr geehrter Herr Minister, die AfD-Fraktion hat hier einen Antrag im Plenum gestellt und gefordert, dass alle unbegleiteten minderjährigen Ausländer überprüft werden, um Kosten zu sparen. Ich hatte damals eine Rechnung aufgemacht, dass wenn wir in Sachsen-Anhalt 50% von den über 1000, die Frau Heiß erfragt hat, falsch einkategorisiert haben sozusagen, dass wir da 30 Millionen sparen können. Wenn wir nur die 43% nehmen, die heute in der FAZ und überall stehen, sind das für Sachsen-Anhalt ganz grob überrechnet 21 Millionen mindestens. Meine Frage ist, sind Ihnen da Einsparungspotenziale vor Augen? Sehen Sie das auch? Sind Ihnen da auch Zahlen bekannt? Und wie gesagt, ich stelle heute hier fest, dass das, was die CDU-Fraktion damals in Abrede gestellt hat, das war der Kollege Krull, und mir vorgeworfen hat, dass ich den Freiburger Mörder dafür instrumentalisiert hätte. Auch das Wort Rassismus kam damals. Ich stelle fest, es ist genau so eingetroffen. Und das sind unsere Gelder, die hier verschwendet werden. Denn für einen UMA zahle ich 60.000 im Jahr und für einen Erwachsenen 11.000. Und den Unterschied wissen Sie selber. Also das Kabinett, Herr Heul, beschäftigt sich regelmäßig mit Berichten aus dem Innenministerium und dem Sozialministerium über die Entwicklung von Zugangszahlen im Bereich Flüchtlinge, Asylbewerber, auch die UMA-Entwicklung, ich kürze jetzt ab, unbegleitete minderjährige Ausländer, Entwicklung ist Thema. Die 30 Millionen kann ich jetzt als Finanzminister nicht bestätigen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir in diesem Haushaltsjahr auch im Bereich UMA, aber auch insgesamt für das Thema Flüchtlinge und Asyl deutlich weniger Ausgaben leisten müssen, als wir es noch im Haushaltsplan veranschlagt haben. Das ist ja sicherlich keine schlechte Nachricht, wenn man das an der Stelle mal sagt. Das wird auch ein entsprechender zweistelliger Millionenbetrag sein. Die genauen Haushaltsabschlussdaten werden wir übrigens erst Anfang 2018, vermutlich Mitte Januar 2018 haben. Dann haben wir den vorläufigen Jahresabschluss und dann werden wir das natürlich auch alles genau im Finanzausschuss berichten. Wir werden nicht nur Minderausgaben bei Investitionen haben, leider wie in den Vorjahren auch. Wir werden trotz der vorläufigen Haushaltsführung in den ersten 4 Monaten trotzdem mehr Geld für Investitionen ausgegeben haben als im Vorjahr, was kein gutes Jahr war, gebe ich zu. Aber wir werden nicht nur Minderausgaben bei Investitionen haben, wir haben auch Minderausgaben im Bereich Flüchtlinge und Asyl in beträchtlichen Maßen.